I want you cry. And when you live. Wie geht's weiter? Du hast ein bisschen falsch angefangen. Warte. I know you. Wie ist so? She leads a lonely life. Das hab ich doch gesagt. Ja, stimmt. Das war Erik. Ah, jo? War das nicht so? Ja, das war's doch. Ja. Aber sing Hook. Hook. Oh, that she wants. Loving what you way with. And I hold you know when. Oh, that she wants. And living like a baby. Hey. Ja. Ey, wird man daraus einen geilen Beat machen jetzt, ne? Ja. Ja, das wird eher der Clown. Die, echt? Die, ja, wie sonst alles andere auch. Ja. So, meine Damen und Herren, willkommen in einer neuen Folge. Weil wir ja so viele... Was? 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 Ich finde, wir sollen den Podcast nur noch einmal die Woche machen. Echt? Ja, so eine Folge. Und die wird aufgeteilt. Wenn du Bijamist bist, kannst du die ganz gucken. Und wenn du links bist, kannst du nur 7 Minuten gucken. Und als Kopfschmerzen kriegst du nur 30 Sekunden. Nein, Kopfschmerzen kriegt die ganze Folge. Ja? Bijamist die halbe und die, die umsonst gucken, 7 Minuten. Aber wir geben denen die krassen 7 Minuten, dass die so unbedingt weiter gucken wollen. Ja? Aber es wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ach. Die Leute sind doch. Oh, that you want. Ding, hast du Hunger? Nee, gar nicht. Gar nicht? Nee, hast du Hunger? Vor allem. Ja, du gehst, stimmt, der isst immer, ne, der Erik. Ja. Hast du Hunger? Wir haben dich doch gerade abgeholt und hast Eier gegessen. Ja, das war Frühstück. Guck mal, wir haben schon. Ja, bestellt. Was wollt ihr? Ja, wir gucken jetzt. Wir gucken jetzt, da reden wir nochmal gleich. In Ruhe. Mal ein bisschen was Erik ist übrigens noch hier, ne? Das wollen wir. Ja, Erik ist noch hier. Erik, wie geht's dir? Wie läuft's? Was gibt's Neues? Läuft, läuft. Was machst du beruflich, wenn man fragen darf? Ich baue Requisiten. Aha, ja? für Second-Tent-Läden. So alles, was du so im Hintergrund siehst, im Fernsehen oder auf Kann man Shows. Darüber reden oder? Wenig. Ja, wenig. Ja, wenig, aber nee, wenig. Man darf nicht spezifische Sachen erzählen. Ja, aber ich meine, wo, mit wem, was du, Ding, du musst ja nicht erzählen jetzt, was du da baust. Ja, ich erzähl's. Ja, darf er das? Ja, nee, ich glaub, das weiß er nicht. Doch, der darf. Vielleicht ist er gar nicht angemeldet. Der darf nicht erzählen, was er jetzt gerade baut, aber er darf erzählen, was er baut, für wen und wie. Nein? Ist das so? Ja, klar. Ja, bei dir weiß man nicht. Doch, doch. Ich bestimme das einfach. Nein, ich denke schon, warum nicht? Hey, als ob das jetzt irgendwie... Ob das jetzt ein Star wäre? Nein, so ekelhaft nicht. Ja, doch. Was? Sagt er, so ekelhaft bin ich nicht. Nee, so ekelhaft habe ich es jetzt nicht gemeint so. In diesem Moment. Just in diesem Moment. Ja. Also Erik, ich lass mich das erklären. Also ich bin raus aus der Sache. Ja. Erik baut Requisiten und Utensilien für einen TV-Magier, den wir nicht nennen wollen, namens Farid. Das war's, was gibt's da Großartiges zu erzählen? Und dadurch ist Erik halt, kann sich diese Hotels in Dubai leisten. Für 7 Milliarden Euro am Tag. Machst du Patte, Erik? Also ich beschwere mich nicht, das ist schon alles ganz gut. Siehst du, so Europäer antworten immer anders. Ja, ich beschwere mich nicht. Nein, die antworten immer so, dass du aus so einer Hintertür hast. Ja. Okay. Wenn du meinst. Wenn du meinst. Ja, boah, das, ich hasse diesen. Ja, wenn du meinst, ich hasse das. Auch wenn du so mit einem diskutierst. Ja. Der hat was falsch gemacht. Guck mal, das war doch nicht korrekt, dass du so, ja, wenn du meinst. Boah, da will ich direkt so einen Schneidezahn ausschlagen. Also Erik, aber guck mal, also wo wir jetzt mit dir reden wollen, ne? Das ist jetzt nicht verkehrt. Ne? Richtig, richtig. So. Also erstmal finde ich den Job, den du machst, super interessant. Voll. Wirklich. Es ist sehr, sehr interessant. Wie kann man sich diesen Prozess jetzt vorstellen? Ist das so, dass du eigene Ideen mit reinbringst oder ist es immer der Magier, der zu dir kommt und sagt, jetzt als Beispiel, ey, ich will, dass ein Elefant auf einem Jeep erscheint und dann 2 Sekunden später so weg ist. Der kommt mit dieser Idee zu dir und dann musst du versuchen, das umzusetzen, richtig? Ja, das wird zusammen entwickelt. Okay, so. Das wird, okay. So, gibt es Sachen so, da du jetzt so da drin bist, ne? Weißt du jetzt zum Beispiel, läuft die Kamera nicht mehr? Doch. Okay. Weißt du jetzt zum Beispiel, kannst du auch so krasse Sachen bauen, wie zum Beispiel einen Ironman-Anzug oder diese Netzshooter von Spider-Man? Wenn du das jetzt siehst in den Filmen, denkst du, okay, ich kann das bauen oder sagst du nee? Ja doch, alles ist möglich. Die haben es ja auch gebaut. Warum sollten wir das dann nicht können? Wow. Da könnte ich jetzt was sagen, aber ich will die Illusion nicht kaputt machen. So, Erik, du bist natürlich sehr viel unterwegs. Dieser Job, was erfordert der?
Nenn mal so, was man so für ein Wissen braucht. Also erstmal Konzentration, denke ich mal. Das sollte man haben. Also auf jeden Fall keine zwei linken Hände. Ja, das wäre sehr schlecht. Ja, also handwerklich begabt. Maschinenbaukenntnisse? Ja, nicht unbedingt. Elektrik, also, Strom? Ein wenig, ja. 3D-dimensional denken können? Ja, also muss logisches Denken. Logisches Denken. Das ist ein Großteil. Okay, das heißt, das wäre absolut nichts für mich. Nee. Das wäre absolut für den Job von meinem Vater. Aber es fängt ja bei dir auch mit den linken Händen schon an. Ja, ja. Boah, aber dein Vater, stimmt. Der hat das ja so. Für den wäre das. Der hat ja mehr technisches Verständnis als der Rest der Welt. Ja, Mann. Der Rest der Welt. Ey, Erik, wenn du mal später Zeit hast, bringe ich dich dahin. Ja, wir fahren dahin. Ja? Wohin? Zu meinem Vater. Ja, aber dann reden die so, boah, krass. Und wir gehen? Ja, wir reden über seine Geheimprojekte, der ist ja ganz krass. Ja, der baut dir so ganz krass. Der hat wieder was ganz krass gebaut. Ja, nicht, dass die deinen Vater nicht umbringen, ne? Ja, deswegen müssen wir aufpassen, was wir sagen. Ja. Deswegen. Also, er baut Lampen. Ja, genau, er baut einfach so Lampen. So, die wir hier benutzen. Ja. So, Erik kommt viel rum. Erik, gefällt dir der Job, den du machst? Ja, voll. Jetzt hier so ein Podcast, was soll das sonst sagen? Klar, ne, so. Ist super, kommst viel rum, erlebst viel. Ja, Erik war jetzt, gute Zeiten. Erik war jetzt zum Beispiel im Hotel, wo Michael Jackson war. Am gleichen Platz, wie, wo Michael sein Baby rausgehalten hat. Ja? Ja. Ritz-Carlton? Nicht Ritz-Carlton, Adlon. Adlon in Berlin. Bitte sag mal, Cheyenne, was du mir im Auto gesagt hast, wie viel das Zimmer am Tag kostet. Bitte hör mal. Ich glaube 16.500 Euro. Die Nacht. Die Nacht. Hat dein Zimmer gekostet? Das war nicht mein Zimmer. Ich habe nur mal einen Einblick da reinwerfen dürfen. Ach so. Wo Michael geschlafen hat. Guck mal, was für Dimensionen. Michael hat in ein Zimmer geschlafen, wo 16.000 Euro kostet. Die Nacht. Ja, wir haben eben drüber gesprochen. Aber du musst mal überlegen, so wenn der gebucht wird, das ist ja jetzt nicht hier so ein Hampelmann. Ja? Also. Michael kennt man ja, würde ich sagen. Der ist ja kein Unbekannter. Der ist ein Unbekannter in der Triangel-Szene. Ey, das ist immer noch meine Lieblingsfolge. Aber stell dir vor, den bucht jemand und dann sagt er, ich möchte da schlafen. Den kannst du ja jetzt nicht da in so eine Jugendherberge stecken, den Jungen. Den Michael. Oh. Der kocht doch auch nur mit Wasser. Stell dir vor, du steckst Michael einfach in ein Hostel. Also Michael Jackson. In so einem Sechserbettzimmer. Einfach Michael Jackson. Sagst du, ihr schlaft doch zu sechs da drin. Ja, was machst du so, Star? Wie der eine mich buchen wollte, der Hund. Was wollte der? Bruder, der schickt einen Kostenvoranschlag, streicht da einfach Übernachtungskosten weg. Habe ich ihn angeschrieben, habe gesagt, hör mal zu, was machst du da? Sagt er, schlaf bei mir zu Hause, brauchst nicht im Hotel zu schlafen. Sag ich, kenne ich doch gar nicht. Sagt er, komm, meine Frau macht Essen und so. Kranke Leute. Ey, wie kann ein Zimmer 16.000 am Abend kosten? Ja, was kostet in Dubai? Das, für Dubai wäre okay. Ich glaube, da kostet sogar das teuerste Zimmer, ich glaube, 45.000 oder 50.000 Euro die Nacht. Ja, wenn nicht noch mehr. Wenn, ja. Ja, aber was kannst du in dieser Nacht machen? Du hast einen eigenen Du schläfst. Was diese für... Was willst du machen? Du schläfst ruhig. Was diese 50.000 rechtfertigt. Du hast einen Butler. Wie lange kannst du den ausnutzen, dass du diese 50.000... In Dubai 24 Stunden hast du wahrscheinlich zwei. Alter, für 50.000 kaufe ich mir einen für das ganze Leben. Alter, für 50.000, ne, muss der Butler mir komplett so Van Damme Bloodsport nachspielen. Der muss so in verschiedene Rollen da reinhüpfen und muss den Dialog auswendig lernen. So, was kriegst du noch? Was kriegst du noch, Eri? Aber wie war das Zimmer? Was hast du da gesehen, dass du gesagt hast, oh, 16.000, jetzt macht's Sinn? Ja, Sinn macht's nicht. Also null. Aber es war interessant, das zu sehen, ne? Aber du meinst, es war groß, ne? Groß, auf jeden Fall. Wie groß? Geschätzt, bestimmt 150 Quadratmeter. Boah, 150, Alter? Ja. Eigene Sauna, also, Badewanne mitten im Raum. Wir haben hier ein Luxus-Ranking, ja? Ja, okay. Das Platz 6, ja? Platz 6 ist in Grand Riad The Royal Mansour in Marrakesch. Ja. Kostet $43.000 die Nacht. Na? Du hast hier, das ist schon mal ganz krass. Also, du hast traditionell marokkanische Häuser mit Innenhof. Das wollte ich schon immer sehen für $43.000. Er bietet mit einem eigenen Fitnessstudio, Spa und Heimkino ein Maximum an Luxus und Privatsphäre. So. Für $43.000. Dann haben wir. Da kannst du eine Wohnung verkaufen, das ist auch Privatsphäre. Ey, Erik, gut. Ja, ist so. Also, Platz 5. Ist die Hilltop Villa in Laukala Island. Ja. Normalsterbliche schlucken beim Preis für die Hilltop Villa auf Laukala Island nur trocken. Superreiche hingegen wittern wohnmöglich ein Schnäppchen.
Denn für 45.000 Dollar bekommen sie nicht einfach bloß ein Hotelzimmer, sondern gleich ein ganzes Anwesen auf die Fidschi-Privatinsel. Ja, du bist doch nur eine Nacht, ist das doch. Koch, Chauffeur und Kindermädchen für 45.000 Dollar. Und du bist auf den Fidschi-Inseln, hast ein eigenes Zimmer. Eigene Insel. Ja. Da kannst du überlegen, bleibst du da 2 Wochen oder kaufst du dir eine Stadtvilla, ne? Ja. Ja. Platz 4, Penthouse Faena Hotel Miami. 50.000 Dollar. 5 Schlafzimmer erstrecken sich über 2 Etagen, damit ist hier auch genug Platz für die großformatige Einkäufe von Art. Das war's, mehr hast du nicht. 53.000, warte, gehen wir mal direkt mal auf Platz 1. Oh. Terrace Suite The Mark in New York mit 5 Schlafzimmern, ebenso vielen Badezimmern, einer Küche in der Terrace Suite im New Yorker Hotel The Mark, im Grunde ein Luxus-Apartment. Die über 200 Quadratmeter große Dachterrasse bietet eine 5-Sterne-Aussicht auf den Central Park. Das Hotel liegt an der Upper East Side zwischen den Museen, bla bla bla. Kostet die Nacht 75.000 Dollar. Das ist doch krank. Jetzt Platz 1. Jo, Alter. 85.000 Dollar. Für ein Zimmer. Die Suite erstreckt sich über 12 Zimmer, nimmt das gesamte 8. Stockwerk des Hotels im Marriott-Kette ein. Der 28. US-Präsident Woodrow Wilson war mal da. Auf jeden Fall sehr interessant, da würde ich mal schlafen. Ja. Was gibt's da? Nichts. Fitnessstudio, ein bisschen Butler, Chauffeur. 85.000 Dollar. Die Nacht. Du musst 12 Uhr ausgecheckt sein am nächsten Tag. Ja, 12 Uhr. Die kommen, scherchen dich raus. Ja. Aus dem Laufband neben dem Bett stehen, aber hast keine Zeit drauf zu gehen. Ja, und bist nicht mal 24 Stunden drin, weil du kannst erst um 15 Uhr oder so rein oder um 14 Uhr. Ja, außerdem, du bist ja da, um noch Meetings und so zu haben. Die gehen ja nicht einfach umsonst, da chillen. Ja. Das heißt, die chillen gar nicht im Hotel, die kommen wahrscheinlich um 22 Uhr abends erst dahin, gehen schlafen und stehen morgens um 7 auf und gehen. Und 80.000 Euro weg. Ja. Ein Schnapper. Das ist krank. Das würde ich nicht mal machen, wenn ich Milliardär wäre. Das ist unnötig. Ja, das ist wirklich unnötig. Da kannst du doch lieber so hungernde, also so eine Privatinsel würde ich mir mieten. Oder so kaufen. Hungernde Kinder kannst du speisen damit. So, Privatinsel würde ich holen. Der sagt, hungernde Kinder retten, ich sag Privatinsel holen. So. Nee, das würde ich echt machen für das Geld. Ja, aber kannst du ja 7 Millionen Brunnen bauen. Ja. Ja. Besser als da. Das ist doch krank. Guck mal, ich war schon in so krassen Hotels. So krass, wo alles da ist, was du brauchst. Auch so Luxus, dass du sagst, ey, das ist schon geil. Und das ist 1% des Preises. Reicht doch. Wie viel, das ist ja echt wie so ein Steak für 700 Euro. Wie krass soll das schmecken? Ich weiß noch, im Burj Al Arab, ne? Oder Al Arab, wie heißt es? Burj Al Arab. Da war, du kannst unten im Restaurant speisen. Wir wollten da hin, ich habe mir die Speisekarte angeguckt. Nur das Günstigste, das wir nur mal sehen, weil das ist unter dem Meer, ja? Kannst die Fische sehen und so. Da kostet ein Tee 75 Euro. Und du musst 2 Wochen vorher reservieren, weil ja. Du sonst gar nicht auf dieses Gelände draufkommst. Ja, musst du wie so ein Visum holen aufs Gelände. Boah. Ein Tee für 75 Dollar? Da muss ich jetzt erstmal Wasser trinken. Das ist ein scheiß Beutel im Wasser, ne? Ich krieg's den Beutel dann mit oder nehmen die den wieder ab? Den musst du wieder abgeben. Es gibt so absurde Sachen. Es gibt auch so irgend so einen teuren Fisch. Warte mal. Ja, also wirklich Hotelzimmer. Was war das teuerste Zimmer, was du jemals bezahlt hast? Erik. Dubai. Wie viel? Pfah. Was kostet das? 500, 600 die Nacht? Quatsch. Also, ich habe weniger bezahlt, als es normal kostet. Normal kostet die Woche, je nachdem wann du buchst, bis zu 12.000 Euro. Ja. Aber ich habe da ganz günstig, konnte ich upgraden auf dieses Zimmer. Ja. Und dann was war das teuerste Zimmer, Hotelzimmer? Ich glaube, 200 Euro, 250 Euro. Für eine Nacht. Ja. Ich glaube, mein teuerstes Zimmer war 280 Euro die Nacht. Da war ich 2 Nächte. Das war in Hamburg über der Philharmonie. Philharmonie. Ja. Aber ein brachiales Ding, Bruder. Gibt es eine Philharmonie in Hamburg? Ja, klar. Ja, okay. Da, das Westin war das. Okay.
Habe ich gut Geld bezahlt, Alter. Ja, pass auf, hier, jetzt kommen wir in Eriks Level. Die teuersten Speisen, pass auf, seid ihr bereit? Ja, machen wir das mal. So, super, yeah, I sind ja. So. Mal die Fresse, jetzt geht's hier richtig rund. Lest das Ding vor, hast sonst nichts zu tun, du. Hat nie was in seinem Leben gemacht, hier, 8x8, 64. So. Peilst du den? Ich peil den Gag nicht. Oder ja. Ist er deep? Der ist richtig deep. Ja. 8x64. Das ist richtig deep. Was sind 7x7? Feiner Sand. Feiner Sand, ja. Okay. So, jetzt lese mal vor, Drecksack. Einmal eine Pizza. Ja? So, ah, jetzt Itaka-Scheiß wieder hier. Pizza gibt es in New York schon für $1. Aber warte. Stimmt das, dass in Amerika nicht man eine Pizza bestellt? Man bestellt nur so ein Stück immer? Nee, so New York draußen. Aber Pizza kannst du auch bestellen. Dann kriegst du eine ganze Pizza. Ja, kriegst du eine ganze Pizza. Und da kostet ein Stück $1. Nee, warte, ich bin ja noch nicht fertig. Ja. Gibt es schon für $1, genau, dieses Stück. Aber auch für $2,000. Ein Stück. Umgerechnet etwa 1.000, ne, eine Pizza. Umgerechnet 1.880 Euro kostet die Pizza namens 24K im Karat. Restaurant Industry Kitchen. Dafür gibt es aber keine einfache Margarita. Jetzt bin ich auch gespannt, was diese Pizza $2,000 wert macht. Die Luxusvariante ist mit Trüffel, Stilton-Käse aus England, Gänsestopfleber aus Frankreich, Kaviar aus dem Kaspischen Meer, essbaren Blumen und 24 Karat Goldblättern aus Ecuador garniert. Ey, die Leute sind geistig zurückgeblieben. Das ist die Pizza, die sieht nicht mal appetitlich aus. Die sieht aus wie so eine Torte. Guck mal bitte diese Pizza. So, aber es geht noch weiter, Jungs. Ach du Scheiße. Das ist so komplett krank. Geh direkt auf Top 3. Nee, warte. Bitte, Scheier. Weintrauben für €10,000. Frische Früchte sind in Japan oft ein Prestigeobjekt. Die Kunden zahlen dafür enorme Summen, wie eine Auktion im Juli 2016 zeigte. Das für €9,800 ersteigerte Bündel der Sorte Ruby Romans zählt nur 30 Weinbeeren. Eine einzelne ist damit €327 wert. Das ist neuer Rekord und damit sind diese Trauben die wohl teuersten Weintrauben der Welt. Dafür haben die Beeren aber auch die Größe von Tischtennisbällen. Ja dann. Japaner verschenken häufig edle Früchte. Die ersten Exemplare einer Ernte gehen gern für Rekordsummen weg. Sie machen damit Schlagzeilen in den japanischen Zeitungen und bescheren Besitzern viel Prestige. Darauf zählt auch der neue Eigentümer und Ladenbesitzer Takamaru Kunishi. Wir werden die Trauben in unserem Geschäft ausstellen und sie dann unseren Kunden als Geschmacksprobe geben. Okay. Bagel aus Kobe Beef. Nee, Kobe Beef, glaube ich, heißt das. Die werden von einem Metzger aus Mönchengladbach, Deutschland, mit original japanischen Kobe Beef belegt. Der Preis pro Patty €137,80. Beim Grillfest im Garten des Bräutigams werden sich 15 Gäste die Luxus-Bagels im Wert von €2,067 schmecken lassen. Damit ist der Bagel aus Mönchengladbach der wohl teuerste Deutschland. Ey, was ist das denn? Was ist das teuerste Eis? Ja, warte, ich bin noch. Komm, teuerste Popcorn. Wie wäre es mit Berkus-Popcorn? Das mit Zucker, edler Butter aus Vermont. Aus Vermont und der wohl besten Vanille der Welt aus dem Hause Nielsen Marseille karamellisiert wird. Zusätzlich werden die süßen Pops mit 23 Karat Gold überzeugen. Überzeugen oder überzogen? Überzogen, Entschuldigung. 25 Liter Eimer, €900. Das ist doch krank, Mann. Pommes! Eine ganz besondere Knolle ist die französische La Bonotte, oder wie das ausgesprochen wird, Kartoffel. Sie wird auf der Atlantikinsel Noir Mortier angebaut und soll einen einzigartigen, cremigen Geschmack haben. Ein Kilogramm der teuersten Kartoffelsorte der Welt kostet €457. Eis, genau richtig. Zum Nachtisch eine Kugel Eis, dann aber bitte nicht irgendeine wasservoll Vanille Schoko Erdbeer einerlei. Standesgemäß essen Millionäre in Dubai den Black Diamond für €719 die Kugel. Ein Eis. Eine Kugel! €719. Aber pass auf. Dann wird das Sinn machen für dich. Er enthält Vanille aus Madagaskar, den weltweit teuersten Safran aus dem Iran, schwarzen Trüffel und 23 Karat Blattgold. Ey, das ist doch krank. Ey, das ist...
Das ist krank. Guck mal, wir sind schockiert, er lacht nur. Ja, der wird das essen. Der wird das machen, ne? Ey, eine Kugel für 27 Euro ist doch für Dubai okay. Ja, selbst für Dubai nicht mehr okay. Was würdest du jetzt davon machen? Ein schönes Zimmer buchen. Nein, nein, von diesen Essen, was würdest du zu dir nehmen? Schwierig, wahrscheinlich diesen Bagel war, der am günstigsten war, ne? 135 Euro. Ein Bagel. Was willst du mit Popcorn für 900 Euro? Da macht der Kinobesucher gar keinen Spaß mehr. Ja, ja. 900 Euro? Popcorn. Wie soll das schmecken, Alter? Ich weiß nicht, ich rechne gerade 15 mal 900 sind 9000, 5 mal 9, 4500, sind wir so drauf bei 13.500 Euro wäre dann dein Kinobesuch, weil du lädst ja mal 15 Leute im Kino ein. So, Da kommen die Karten noch dabei. Ja. Die Karten. Ey, der teuerste Safran der Welt. Bist du Jack hier? Hat dein Vater nicht so Safran, den ihr aber nicht benutzt, der nur so zu Hause stehen darf? Nee, der hat zu Hause, benutzt das aber so, nur, wenn Besuch kommt. Und nur so. Du brauchst ja auch wirklich nur so ein kleines Härchen. Aber so dann? Ja, so ganz, wenn du, guck mal, so reinmachst. So viel Wasser, so. Ja. So 10 Liter gefühlt. Ja. Machst du so ein kleines Haar rein und alles verfärbt sich gelb. Und es riecht nach Safran, weil es so stark ist. Krass. Ja, aber da. Guck mal, aber man muss ja ehrlich sagen, also guck mal, Erik ist ja schon so ein Feinschmecker. Der geht gerne so gut essen. Ja, ich gehe doch immer gerne Sushi zusammen essen. Ja, ne? Wir gehen gerne Sushi. Boah, aber das ist auch teuer, Alter. Ja, das aber im Verhältnis. Ja, im Verhältnis. Ich gehe gerne Sushi essen. Ja, warum geht ihr dann dahin? Was? Nein. Warte. Ja, derjenige sagt, ich würde das niemals machen. Ja, aber Sushi ist ja zahlbar. Und man muss überlegen, Sushi ist ja auch ein teures Gericht. Also, ja, und also, das schmeckt übertrieben geil. Wer sagt, das ist teuer? Das ist wie so von Sushi, Meer und ein bisschen was klebriger Reis. Ja, aber wenn Sushi 1000 Euro kosten würde, würde ich es auch nicht mehr essen. Wie viel kostet es denn? 24 Euro, aber kannst so viel essen, wie du willst. Nein, nein, mit allem drum dran bist du schon bei 35. Ja, Getränke darfst du jetzt nicht rechnen, nur das Essen. Ja, 25 Euro. 35 Euro. Ja. Pro Person. Pro Person. Wenn also wir zu dritt da sind, sind wir mit über 100 Euro los. Okay, ihr zahlt 70 Euro. Hm. Weißt du, wie viel wir da beim Türken essen könnten? Bruder, weißt du, wie viel wir beim Pannengrillen geben würden? Könntest eine Hochzeit feiern. Ey, die machen die Hochzeits-Catering. Wie heißt das, dieses frittierte Sushi? Was essen wir da immer? Wie heißt das? Die Crispy Rolls. Boah, boah, davon esse ich immer so 800. Ey, sollen wir morgen gehen? Ja, lass. Das ist gut, da. Ja. Ey, sollen wir morgen echt essen gehen? Das kann, sowas würde aber niemals der Last Nefri Samurai. Oh Mann. Ja. Das ist schon krank. Also ja. Ich bin sowieso Sushi-Hasser. Ja, ja, aber guck mal, wir gehen so. Guck mal, das Preis-Leistungs-Verhältnis in einem türkischen Restaurant ist richtig geil. Da wirst du da alles kriegst. Auch, ja, obwohl es auch teuer ist. Findest du? Ja, klar. Guck mal, was du alles kriegst. Nein. Brot am Anfang, Soßen. Guck mal, du musst du so überlegen. Du kriegst einen Grillteller für 16 Euro. Ja, und dann isst nie jemand auf. Guck mal, egal welches Restaurant geht, ich habe es noch nie erlebt, dass sie dir den Teller vollpacken. Du kriegst 50 Gramm, 60 Gramm Reis, ein bisschen Salat und zwei Spieße. So, die Spieße sind vom Essenswert, ich sag mal so, der ganze Teller, den sie dir geben, kostet wahrscheinlich 3 Euro. Und verkaufen die den für 11 oder 12. Also der ist 8 Euro weniger wert eigentlich. Und packen dir das nicht so voll. Die machen meistens mehr Salat als Reis, ist dir nicht mal aufgefallen? Aber überleg mal, so Reis kostet nichts. Das sättigt viel, deswegen geben die von anderen. Aber ich finde, du kriegst schon oft gute Portionen, die du nicht komplett schaffst. Ja. Für relativ günstigen Preis. Für 15 Euro einen richtig vollen Teller, den du nicht komplett schaffst. Wenn wir zu viert in ein türkisches Restaurant gehen, wir werden nicht 70 Euro los, was wir zu zweit beim Sushi los sind. Und es gibt ja noch teuren Sushi. Es gibt ja in Frankfurt auch so einen Laden, wo so ein Sushi-Stück so 64 Euro kostet. Jetzt so übertrieben gesagt. Ja. Das ist so. Ich denke, wenn man immer viel Geld ausgibt, ist das nur so ein Placebo. Dass man sagt, das Fleisch schmeckt irgendwie besser. Ja. Deswegen sage ich auch zu ihm, dass Nusret nicht so krass war, weil er sah, das ist wie bei den Klamotten. Man sagt immer so, oh, das T-Shirt für 600 Euro ist irgendwie, passt besser das als krass. Das für 3 Euro. Ja, da bezahlst du die Marke. Da bei Nusret bezahlst du auch die Show, aber das Fleisch hat eine Quali, die ist schon sehr, sehr gut. Ja, aber nicht 700 Euro gut. Nee, aber ich sag ja 80% Show. 20% und das ist schon gut. Ja. Nee. Ajo. So einen guten Burger, guck mal, wenn du einen guten Burger essen gehst, so mit Pommes, das ist doch am besten zu Hause im Essen. Aber wenn du essen gehst und für einen 20 satt bist. Warum?
Ja. Ich glaube, wenn du eine große Wohnung hast oder ein Haus, dann macht Kochen mehr Spaß. Ich glaube, dann ist auch dein Leben ganz anders. Weil ich bin so ein Typ, ich mag es auch gerne, nicht so oft draußen zu sein. Ja. Wenn du so überlegst, stell mal vor, man hätte jetzt ein großes Haus und nicht so eine 2-3-Zimmer-Wohnung oder so, du würdest deine Freunde einfach einladen. Ja. Man muss natürlich sagen, das haben wir schon mal angesprochen, aber das sprechen wir hier gerne nochmal an. Der Schein hat uns mal zum Grillen eingeladen. Ja. Und der hat schon nicht schlechtes Essen gemacht. Das muss man schon echt sagen. Er faked natürlich, weil jemand anderes hat auch viel getan. Er will so den ganzen Ruhm auf selber einheimsen, aber... Ich habe Hack gegeben. Ja, das hast du echt total. Aber nur wenn man so... Boah, diese Mozzarella-Sticks. Das waren die leckersten Mozzarella-Sticks, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Das war aber auch viel. Ja, alles war viel. Alles war zu viel. Dieses Gumpy-Schrimps, die waren... Waren sie gut? Ja, war schon was Feines, du. Der Boogie hat nur Fisch gegessen. Ja, der Boogie, Alter, der ist doch... Weißt du, was mir am meisten geschmeckt? Die Filets. Ey, warum machen wir das nicht wieder? Diese kleinen, das war die du geschnitten hast. Die du genau. Der kam auf die Idee. Lass mal Kleinchen, nur ein bisschen Pfeffer, Salz. Kurz anbraten. Reicht. Ey, das hast du schon echt gut gemacht. Das müssen wir nochmal so einen Grilltag machen. Ja, wo du so 35 Kinderriegel gegessen hast. Boah. Ey, der hat eine Maxi-Packung Kinderriegel gegessen. Weißt du, wo wir bei mir auf dem Balkon waren? Ja. Der Ömer war auch dabei, ne? Ja, Ömer war dabei. Erik, die war leer, die Packung. Ja, Ömer und der haben doch diese rosa... Bitches Water getrunken. Mit Himbeeren. Was haben die getrunken? Die haben doch die ganze Zeit dieses Rosa getrunken. Ey, so, kleine Bitch, trink mit. Und so, ich so, ey, ich hab schon genug getrunken. Und so, ja, du bist einer. Ja. Was war das? So das Wodka so Berry, oder? Wodka Berry. Ja. Ja. Also auf jeden Fall das. Er hat dann, ich glaube... 1,5 Kilo Kinderriegel gegessen. Und ich war so völlig am Ende. Kutscher war noch dabei, Boogie war dabei. Der Vegetarier war aber an dem Tag ausgesetzt hat. Oh, ich bin jetzt Vegetarier. Wann hast du angefangen? Heute, Bruder, ist. Ja, du hast recht. So komplett gebrochen, seine Meinung. Ja, dann Kutscher und ich die ganze Zeit die Shisha geblubbert. Ja, ey. Und wir haben das so richtig. Und wir haben uns so kaputt Das war mit diesem Sprayer. Das war dieser Tag. Wo Ömer und Boogie so erklären wollten, so. Fachmännisch, ne? Dass Graffiti-Künstler krasse Künstler sind und so, und der hat das so ins Lächerliche gezogen. Boah, das sind zwei erwachsene Männer. Ja, und dann sagt die so, könnten eigentlich das ist richtige Kunst. Und der so, auch richtige Kunst, Maler, Lackierer ist dann auch ein Künstler. Ich hab gesagt, das sind dreckige Maler, Lackierer, das sind mehr nichts, nicht Kunst. Ja, ey, das war's. Boah, hast du gesehen, wie der die Linien zieht? Hör mal zu, Alter. Geh mal heiraten, hol mal Kinder, Alter. Red nicht über Graffiti-Kinder irgendwas. Ey, wieso macht der immer diese Beule am Kopf nicht weg? Ey, was ist das, Bruder? Guck mal, das ist ein Abszess, das ist das, was ich hier am Hals hatte. Aber das ist genau in der Mitte. Ja, das ist genau in der Mitte. Der sieht krass aus. Wie Conehead. Was war das, dein Handy? Das war eBay Kleinanzeigen. Was hast du eingestellt? Ich habe gar nichts reingestellt. Aber auf was bietest du? Darfst du nicht sagen? Darf ich nicht sagen. Okay. Ich überlege, mich bei eBay Kleinanzeigen anzubieten. So gute Laune Tag mit Nisa. Wie? Gucken, so einen guten Preis, den jeder zahlen kann. Man kann ja auch nur Verhandlungsbasis eingeben, ne? Was würdest du sagen? Wie viel ist ein Nisa wert? Ich würde dann zu jedem nach Hause kommen und mit dem ganzen Tag chillen, mit dem Essen gehen, dem gute Laune machen. Wenn er richtig am Ende ist, seine Frau hat ihn gerade verlassen oder eine Frau, was weiß ich, ihre Mutter ist gestorben oder so, und dann komme ich für den Tag. Ist das nicht eine geile Idee? Gute Laune gerannt. Was hältst du davon? Sie ist gut. Ehrlich jetzt? Ja. Wie viel wäre ein Nisa wert? Weil ich gebe ja auch diese Garantie, wir werden uns kaputt lachen. Wir werden einen geilen Tag haben. Und wir machen, worauf die Bock haben. Ja, was du wert bist, ist unbezahlbar. Boah, ist das kein Bruder. Ja. Aber wir müssen uns ja in der Gesellschaft anpassen. Was sagst du so? Weil guck mal, Fahrt, Übernachtung, alles, weil mich buchen ja nicht nur Leute aus dem Umkreis. Da wird ja auch einer. Übernachtung und Fahrt muss extra bezahlt werden. Ja, klar. Das ist klar. Und nicht Ibis-Hotel. Nicht 16.000 Euro Hotel, aber auch nicht Ibis. So, Motel One, Sana-mäßig. Nee, Motel One ist auch schon, mag ich nicht. Ich mag Motel One. Das ist schon so Penner-Modus für mich. Nein. Ich habe Motel One geschlafen. Ich war ja in München. Ja, aber du hast aus bestimmten Gründen da geschlafen. Nee, warum? Weil du ein bescheidener Kerl bist. Okay, was wäre ein Nisa wert? Warte, das besprechen wir nächste Folge. Das ist ein gutes Thema. Meine Damen und Herren, vielen lieben Dank. Werdet Bijamist. Auf YouTube gehen, Bijamist Mitglied werden. Peace in the Middle East. Ah. Ah.
Yo, check it out, check it, check it, check it out. Alle Zuschauer werdet wie Jamist. Sonst ist Nisa der Typ, der euch disst. Ich komm in dein Haus rein. Yo, ich schlag deine Maus klein. Peace.